Einen wunderschönen guten Tag da draußen, alle begeisterten Pokémon-Fans. Willkommen hier zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Beim letzten Mal haben wir die Pikachu-Meisterin besiegt. Rocco, Mission Major Bob noch mal in den Hintern getreten. Und heute sind die nächsten Arena-Leiter dran. Und das wären Erika, Uga und Sabrina, die wir uns vornehmen wollen. Also Pflanze, Gift und Psycho. Und bei Psycho bin ich gespannt. Gerade Sabrina, die kann gefährlich sein. Die kann richtig gefährlich sein. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal natürlich in die Arena kommen. Da oben ist ein Slimer. Zu dem alten OP muss ich auch nochmal hingehen, fällt mir mal gerade ein. Da war ich auch noch nicht. Warum machen wir jetzt die Rückkämpfe der Arena-Leiter? Ganz einfach, wir müssen auch irgendwo noch leveln. Weil wir müssen Minimum Level 70 sein. Und wer bietet sich natürlich an für diesen Pflanzenkampf? Natürlich Glurak. Ich habe auch das Gefühl, dass dieser Kampf gegen Erika relativ einfach sein wird. Da haben wir sogar unser 10er als Meistertrainerin. Warum gibt es eigentlich keine Abkürzungen zu den Arena-Leitern? Das wird noch geil gewesen, hier so eine Abkürzung jetzt. Aber die Erika, die will uns auch noch herausfordern. Ja, genau, die ganzen Schrauche hier hätte man auch wegmachen können. Also hätte man ein bisschen verändern können nach der Pokémon-Liga, klar. Wäre jetzt so mein Vorschlag noch gewesen. Ein kleiner Kritikpunkt, aber dass man überhaupt was nach der Liga machen kann, finde ich einfach schon geil. Selbst das ist eigentlich nicht selbstverständlich. Aber hier bietet sich gerade, also bietet sich so an, die Trainer zu machen, die Arena-Leiter zu machen. Dann müssen wir noch in die Höhle gehen. Oh, das ist geil, wir haben auf jeden Fall noch was zu tun. Pokémon, mal gucken, ob ich auch noch ein paar Pokémon fangen werde. Ein Dratini wäre geil. Dann will ich nochmal in die Lüfte das nochmal ganz so ein bisschen genau unter die Lupe nehmen. Vielleicht kann man da auch irgendwelche seltene Pokémon finden bzw. fangen. Seltsame Begegnungen gibt es ja auch. Das Glück hatte ich ja zum Beispiel beim Anfang mit der seltenen Begegnung. Das habe ich nachgeguckt. Das Bisasam, was ich da wirklich im Britannia-Wald gefunden habe, war reiner Glück. Das war reines Glück. Oh, falscher Schrauch. Hehe. Der andere führt mich zur Arena-Leiterin. Das war eine ungewöhnliche Begegnung, die es hier halt einfach gibt. Das ist sehr selten. Man kann die Wahrscheinlichkeit durch Fangserien auch erhöhen. Wusste ich alles auch noch nicht. Alles mal recherchiert mittlerweile. Ach, du bist doch derjenige, der am Pokédex gearbeitet hat, oder? Wie ist es dir seit unserem Treffen ergangen? Du scheinst es ja echt weit gebracht zu haben. Ich muss zugeben, dass ich mich für das Treiben in der Welt da draußen nicht besonders interessiere. Kämpfe sind allerdings ein anderes Thema, deswegen bist du doch hier, oder? Ja, aber natürlich doch. Cool, dass sie einfach so sagt, ja, du willst kämpfen. Obwohl die nicht mal weiß, dass ich wirklich der neue Champ hier bin. So, was hast denn du? Ein Tank... Oh, das kann das Tangela. Ich weiß das noch damals. Oh, das war ein Krampf. Aber du hast so eine gute Verteidigung. Deswegen wird, glaube ich, hier Glurak alles durchrocken, was es zum Durchrocken gibt. Mit seinem Typ hier, Feuer, Flug und seinem enorm hohen Spezialangriffswert, den es durch diese Mega-Entwicklung bekommt. Und dadurch ist es Tangela auch direkt down gegangen. Und da hatte ich mein Problem damals. Oh, gegen die. Ein Kukuwai. Ein seltenes Kukuwai, Kukuwai, Kukuwai. Kukuwai, Kukuwai. Ich liebe immer Kukuwai. Kukuwai habe ich damals gehasst im Pokémon Stadium. Oh, das Projekt, das bleibt auch lange in Erinnerung bei mir. Da war auch Coco war immer sehr, sehr nervig. Weil es auch noch extrem overpowered war. Ein Giflor. Mir gesagt, ich glaube, dass Glurak alles durchrocken wird. Ich glaube, der wird alles one-hitten. Was es one-to-hitten gibt. Da bin ich mir relativ sicher. Giflor down. Oh, du Armes. Die setzen sich alle so süß hin. Rosan hat auch jetzt ein Level abbekommen. Ich hoffe, dass wir es schaffen, dass die Level 60 werden. Also 60 ist so das Minimum, was ich plane. Aber 65 wäre noch besser. Das wären jetzt noch 8 Level. Ich muss mal schauen, wie das bei mir mit den Sonderbonbons noch aussieht. Oder nebenbei müsste ich dann noch ein paar Bonbons farmen, um den Angriff, um die Werte nochmal zu erhöhen. Vielleicht muss ich nochmal auf Bonbonjagd gehen. Aber eigentlich möchte ich versuchen, gar nichts offscreen zu machen. Parasek! Pflanze Käfer. Ich glaube, das hat eine Fieberschwäche gegen Flug und Feuer. Also das bietet sich nicht unbedingt hier wirklich an. Und Erika, ja, die war relativ einfach dank unseres mächtigen Gluraks, was super Dienste macht, aber leider kein Level abbekommt. Ich bin wie angewurzelt.
Ich nicht. Einfach wunderbar. Ich würde dir am liebsten gleich 10 Farborden überreichen. Okay. Hast du überhaupt so viele? Haben die Arena Leute überhaupt so viele im Sortiment oder nicht? Und theoretisch brauche ich jetzt nicht ins Pokémon Center gehen für den nächsten Arena Leute. Das wäre der gute Koga in Frusania City. Warum muss ja jemand mit Pikachu spielen klicken? Oh, schau dich mit leuchtenden Augen an. Oh, ist das süß. Das ist auch ein süßes Bild. Oh, aber wenn du genau so, wenn du genau so guckst, dann ist es süß. So, Frusania City bitte einmal. Das Pikachu hat mich richtig lieb. Eine richtig enge Beziehung. Das merkt man ja immer in den Kämpfen ganz besonders. So, Frusania City. Dann wollen wir mal hier reingehen. Und den guten Koga erledigen. Und ich komme sogar direkt hin. Ist das nicht geil? Haha, du bist es also. Es scheint, als wäre die Zeit gekommen, in der wir uns erneut im Kampf gegenüberstehen. Und du könntest zu keinem besseren Zeitpunkt hier erscheinen. Gerade habe ich darüber nachgedacht, wie ich mein verfeindetes Repertoire an raffinierten Attacken und Verwandlungstechniken an dir ausprobieren könnte. Du könntest auch an was anderes denken. Und zwar an einen Platz bei der Topf. Ja, was hältst du denn davor, ne? Oh, ein gefährliches Tentoxa hast du. Seit wann hast du ein Tentoxa? Tentoxa ist brandgefährlich für mich. Lief mit der Drachentyp hier weiter jetzt. Oh, der kann, na gut, Eisstrahl wird er wahrscheinlich nicht einsetzen. Aber der Erdbeben tut weh. Okay, mit dem Tentoxa hatte ich jetzt nicht gerechnet, aber es ist natürlich auch ein Gift-Pokémon. Klar. Bei Sabrina schlägst du mich schwer vor. Psycho-Pokémon. Abracadabra, Simsala, Pantimos hat sie noch gehabt, Lamos. Okay, es ist sehr effektiv, aber es reicht nicht. Ja, ihr mit eurer Stimme, mit einer scheiß toxischen Vergiftung. Das mag mein Glurak gar nicht. Ja. Da müsste ich es eigentlich einmal austauschen. Habe ich aber nicht vor. Boah, das Glurak sieht sehr furchteinflößend aus mit den Zähnen da vorne und mit dem Mini-Horn. Aber dann Doxa ist erstmal down. Mein Doxa ist gerade down gegangen. Koga, was machst du denn du jetzt? So, weiteres Level-Up für Glurak, Level 58. Das sind 4 im Angriff, 230. Der Spezialangriff. What the fuck is going on? Smogmog. Aber Moment mal, ich kann hier auch Rosana einsetzen. Ja, ich kann ja hier auch Rosana einsetzen mit der Psychokinese. Hey, warum mache ich das nicht? Warum mache ich das nicht? Bitteschön. Kannst das nächste Pokémon gleich vergiften? Smogmog hat damals speziell angegriffen. Deswegen erwarte ich, dass es ja auch wieder macht. Allerdings könnte das sogar reichen. Und es reicht auch gegen Smogmog. Wow. Boah, du brauchst aber noch viele Erfahrungspunkte, Rosana. Omot. Ich habe den Eisstrahl. Moment mal, ist das jetzt... Auch bei Omot habe ich Probleme. Was bist du für ein Typ? Blutdruck ist nämlich Käfer. Ich glaube, Käfer behältst du. Käfer... Oh, du... Käfer behält er, ja genau. Was tödlich ist eigentlich für Rosana. Hast du Käfer... Moment mal, wir sind in der Gift-Arena. Psychokinese. Das müsste Käfer-Gift sein. Ja. Ich habe immer gedacht, früher Psychoattacken gegen Käferattacken sind nicht effektiv. Die sind neutral. Golbat. Ne, da setze ich mal Pikachu ein. Da habe ich schlimme Erfahrungen gemacht, ne, mit Rosana. Erinnert ihr euch noch? Golbat gegen Rosana. Golbat hat gewonnen. Golbat hatte gewonnen. Deswegen kommt Pikachu mit dem Donnerblitz zum Einsatz. Du hast sogar mal schon 59 erreicht. Pikachu geht richtig ab hier und frittiert das nächste Golbat nicht. Okay. Blutsauger, das ist eine gefährliche Käferattacke geworden. Früher eine Stärke von 20, mittlerweile eine Stärke von 70. Die wurde aufgewertet. Diese Käferattacke, zu Recht. Wenn ich daran denke, was wir an Pflanzenattacken hatten. Und dann hattest du so einen Mini-Blutsauger gehabt. Mit 20er Stärke, den brauchtest du einfach nicht. 70er Stärke finde ich schon auf jeden Fall gerechter. 80 hätte ich eingeführt. So, Pikachu erreicht Level 59. Ist auch gut so, dass du das erreichst. Slimog. Könnte für Rosana knapp werden.
wegen den vielen KPs, die Slimog hat. Also entweder es wird ein One-Hit oder es wird eine grandiose Niederlage für Rosanna. Ich sag, das wird eine grandiose Niederlage werden für Rosanna. Jo, und zwar dicke. Finsteraura, Unlichtattacken gibt es hier schon, gut zu wissen. Unlichtattacken wie Finsteraura gibt es aber allerdings schon hier in der Generation, in diesem Spiel. In diesem Spiel, Generation ist eigentlich falsch. Wobei man nicht wirklich sagen kann, dass es die siebte Generation ist. Es ist eine eigene Generation. So muss man es ja eigentlich sehen. Streng genommen. Weil es wird auch auf jeder Homepage eigentlich als eigene Generation gewertet. Ich habe alle Register gezogen. Alles warum sonst? Ich muss meine Fertigkeiten verbessern. Jo, dann mach das doch. Dann mach das aber ganz schnell. Danke, Tobi. Und ja, ist die Pokémon nun eine Instruktion, die sich für ihre Schackentrainer wahrlich rühmen kann. Ich spiele sogar mit dem Gedanken, selbst ein Mitglied der Top 4 zu werden. Ja, genau. Habe ich das nicht vorhin erwähnt? Ich glaube, ich habe es erwähnt. Der wird ja auch einer der Top 4. Hat er dann einen Ariados als Käfer-Pokémon. So, mal gucken, was Pikachu jetzt für uns hat. Okay, der macht Aufwärmübungen. Wie viele Animationen gibt es eigentlich mit Pikachu? Das war auch mal sehr interessant zu wissen. Der Vorteil ist bei diesen Rückkämpfen, ich krieg Geld. Ich krieg wirklich Geld. Das ist der Vorteil daran. Wir kriegen ordentlich Cash. Nebenbei, nach der Pokémon-Liga kann man echt anfangen, hier Pokémon zu züchten. Das funktioniert allerdings nicht so, wie man das normalerweise kennt aus den Editionen. Das funktioniert hier wirklich mit Fangserien nur. Das ist das Problem. Also man muss wirklich eine Fangserie öffnen. Also ich stelle mir das zum Beispiel sehr langatmig vor, wenn man wirklich vorhat, zum Beispiel ein Bisasam zu machen oder ein Shigi oder auch ein Glumanda. Das musst du erstmal in freier Wildbahn finden. Dann musst du dann noch die Fangserie beginnen. Das ist ja das Problem. Die Fangserie musst du beginnen. Boah, das stelle ich mir dann auf Dauer, stelle ich mir das dann schlimm vor. Gut. Den offiziellen Weg weiß ich ja jetzt auswendig. Dann habe ich euch auch erklärt. Immer den oberen nehmen. Also immer hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Wenn nur einer da ist, dann ist es ja einfach. Aber so findet man den Weg ganz schnell. Zu Sabrina. Genau, hier zum Beispiel unten rechts dann. Genau hier. Ich glaube, hier kann ich mal kurz abkürzen. Oder? Nee, eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich abkürzen, aber das funktioniert jetzt nicht. Ich wollte ja eigentlich, ich glaube, der rechts. Ja, jetzt komme ich wieder nach unten. Ha. Okay, wir machen es ganz normal. Also ganz normal, weil sonst hat es keinen Sinn. Ich glaube aber, ganz rechts musste man sein. Bei dem hier, bei der hier. Um wirklich weiter. Nee, doch nicht. Oder gab es da noch einen Pfad nach rechts? Guck mal, es geht doch. Dann sind wir schon mal eine Etage höher. Hier ist keine, also der. Der bringt mich dann darüber. Genau, dann der da oben. Dann bin ich in der Mitte. Und dann den da oben und der bringt mich aber mutig ganz weit nach oben. Oder? War das so oder war das jetzt nicht so? Nein. Ach, der bringt mich zu ihm? Wieder zurück? Wo bringt mich der denn hin? Noch weiter nach rechts? Ja, okay, der bringt mich dann noch weiter nach rechts. Dann bringt der mich dann ganz nach oben. Dann bringt der mich eine Etage weiter hoch. Genau, und da bin ich dann. Genau. Bei Sabrina. Team habe ich geheilt. Wer hilft mir denn hier eigentlich am meisten? Dieser Flur gar nicht. So billiger mit der Kehrtwende auf jeden Fall. Oh Gottes Willen. Das ist gar nicht so ein leichter Kampf, merke ich gerade. Ich tue mal Aquana nach vorne. Ich weiß nicht, mit welchem Pokémon sie anfängt. Physische Kräfte können sehr mächtig sein, doch auch damit stößt man irgendwann an seine Grenzen. Das ist mir klar geworden, nachdem ich damals gegen dich verloren habe. Jetzt habe ich allerdings mehr vorzuweisen als nur diese Kräfte und ich werde dir zeigen, wie mächtig ich wirklich sein kann. Cool. Danach bleiben nur noch zwei Trainer, Arena-Leiter übrig. Pyro und Giovanni. Fragezeichen.
Nein, es ist natürlich blau. Die fängt mit Pantimos an. Okay, Problem. Problem für Aquana. Ja, das wird die schwierigste sein. Leer Lichtschild, alles klar. Lichtschild, fängt gleich damit an. Toll. Aquana, du bist immer noch zu langsam. Oha. Das ist fast gar kein Damage mehr. Da muss ich dann schon ausweichen auf den Risikotackle. Aber da bekomme ich keinen Step drauf. Macht aber mehr Damage. Risikotackle. Boah, diese Lichtschilde muss ich jetzt natürlich irgendwie überstehen. Aquana, letzter Risikotackle. Reich gegen Pantimos. Sehr schön. Der hat gereicht. Hypno. Hypno mache ich mit Stupidicat down. Da haben wir ja die gute Kehrtwende noch. Hypno nicht unbedingt die beste Verteidigung. Ich würde sagen, da hat Pantimos eine bessere. Hier haben wir noch den guten Mogelhieb. Der Mogelhieb, der hilft mir natürlich weit. Genau. Dann hoffe ich, dass er mit Kopfnuss zurückschreckt. Das ist meine nächste Hoffnung. Jawohl. Damit hat der Lichtschild jetzt aufgehört. Das heißt, jetzt kann ich die Kehrtwende wieder einsetzen. Und das sollte dann reichen gegen Hypno. Oder es reicht nicht. Da wird eine Psychokinese kommen. Die kann dann perfekt Rosana abwehren. Oder da kommt sogar noch ein Lichtschild. Das traue ich ihr jetzt auch noch durchaus zu. Nein, da kommt eine Hypnose. Dann werden dann Ballettübungen vollzogen. Wenn Hypno die Hypnose machen sollte. Jetzt ist Hypno down. Dank eines harten Body Slams. Und so Billigkeit erreicht auch ein Level Up. Cool. So, dann haben wir noch. Oh, die hat ebenfalls einen Rosana. Hallo, Glurak. Glurak lässt grüßen. Jetzt könnte ich überlegen, mache ich einen Erdbeam, weil die Verteidigung so scheiße ist. Ansonsten habe ich nichts, ne? Ja, Flügelschlag. Und dann bleibe ich am Flammenwurf. Dann mache ich den Flammenwurf gegen Rosana. Wird wahrscheinlich Rosana einmal überleben. Genau, habe ich mir fast gedacht. Todeskurs wird verfehlt. Erwähnt, wie wir Ballettübungen gemacht. Finde ich cool. Das sieht man im Hintergrund immer so ein bisschen. So, Rosana down. Weiter so, Glurak. Ja, genau. So, Rosana down. Erfahrungspunkte nehme ich mit. Lamos, das ist was für Pikachu. Wird wahrscheinlich Pikachu gleich als erster Level 60 erreichen. Aquana ist dann wieder gut für Pyro, genauso wie Glurak mit dem Erdbeben. Hallo Lamos! Du setzt dich gleich hoffentlich wieder richtig süß hin, wenn ich dich mit einem Donnerblitz gegrillt habe. Oder? Oh, reicht nicht. Psychokinese. Man könnte das gar nicht bei Lamos meinen, dass er sowas kann. Oh, meine Spezialverteidigung sinkt. Stört mich allerdings nicht. Das letzte Pokémon ist genau welches? Simsala, natürlich. Es ist ein Simsala. Kadabra hat sie auch nicht. Also man hat hier doch eine buntere Mischung reingebracht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Bisaflora reicht auch Level 59. Ja, da kommt das Simsala. Hallo, Snobelikat. Du hast wieder einen Special-Auftrag. Bei Simsalas Verteidigung ist, genau wie bei Rosana, unterirdisch. Das müsste man Reflektor beibringen. Genesung, Psychokinese und dann hat man noch eine gute vierte Attacke. Fokuschuss zum Beispiel ist da eine Attacke, die mir sofort einfällt. Aber wenn man seinen Gegner gar nicht zum Zuge kommen lässt, oder fast nicht zum Zuge kommen lässt, dann hilft das einem fast gar nicht. Gut, dass ich Rosana habe. Wo sogar noch die Spezialverteidigung noch erhöht wird durch das Wesen. Psychokinese. Und da sieht man einfach mal den brutal guten speziellen Angriffswert von Simsala. Spukball! Das wird auf jeden Fall mein Rosana nicht überleben. Hat es doch überlebt. Wie jetzt nicht gedacht. Geistattacke
Genauso stark wie, genauso stark wie Psychokinese, aber ich hab's überlebt. Okay. Ich hatte 100 KP, was habe ich verloren? Das wundert mich gerade allerdings. Es erschüttert mich nicht mehr, gegen dich zu verlieren. Im Gegenteil, es spornt mich dazu an, eines Tages so stark und unabhängig zu sein wie du. Okay, warum hat Rosana das überlebt? Der hat mir knapp 100 KP abgezogen, davor war es mit 40. Okay, okay, nicht fragen, danke sagen. Und ich sage auch ein Dankeschön an euch, dass ihr den Part hier natürlich wieder mal geschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben. Da schreibt gerne einen Kommentar. Beim nächsten Mal gibt es dann noch die letzten zwei Arena-Leiter. Und ich würde sagen, macht's gut, haut da rein und Pikachu. Tschüss.